Hallo und herzlich willkommen zu meiner Visite. In meiner Visite besuche ich Unternehmerinnen und Unternehmer, um die Menschen und ihr Business noch besser kennenzulernen. Heute besuche ich Katrin Westerhoff in Hoffnungsthal. Katrin ist als psychologische Beraterin tätig. Ich freue mich auf Katrin. Katrin, grüß dich. Ja, dich auch. Was meinst du? Sollen wir direkt nach unten gehen? Ja, gerne. Ja, dann komm. Einmal die Treppe runter und dann geht's hier in meinen Kreativkeller sozusagen, in den Behandlungsraum. Oh, wow. Guck mal, wie du siehst, arbeite ich viel mit Kindern. Ich habe irgendwann, also viele Themen sind so gerade bei Kindern und aber auch bei Erwachsenen, sind so pränatale Themen. Und da habe ich dieses Tuch hier. Was richtig toll ist, das ist praktisch so, man setzt sich da rein und kann sich nochmal so ein bisschen so fühlen wie früher ein Baby im Bauch der Mama. Meine Kinder lieben das Ding auch total. Ich meine mal abgesehen davon, dass man da ganz viel Quatsch mitmachen kann und Spaß und Turnübungen auch, kann das auch ganz toll sein für psychologische Prozesse tatsächlich. Ja, Katrin, du bist ja als psychologische Beraterin tätig. Was kann ich mir darunter vorstellen? Tja. Also psychologische Beraterin ist, ja, wie es schon sagt, alles, was mit der Psyche zu tun hat. Alles, wo so der Ursprung von all unseren Verhaltensmustern und von auch vielen Problemen ist ganz am Ende, also dahinter eben oft psychisch, dass da irgendeine Blockade psychisch ist, dass man sich was nicht vorstellen kann, irgendwo hängt oder eine Angst hat oder sowas. Und das ja bei vielen Sachen, also viele Leute kommen vor allen Dingen wegen Beziehungsproblemen oder weil sie jetzt nicht schaffen, sich selbstständig zu machen, so irgendwas, irgendwie fehlt ein Schritt oder so. Und dann kommen die hierher, wir gucken uns an, was psychisch dahinter steht und plötzlich kommt man über die Blockade drüber oder kann dann was Neues. Plötzlich kriegt man was hin, was man vorher so nicht geschafft hat. Die Kinder haben schon ganz viel Platz auch, um sich zu bewegen, auch während der Beratung. Genau, das klappt jetzt in einer Therapie. Situation sozusagen, klappt das auch ganz gut. Dann ist es zum Beispiel, wenn die Kinder sehr klein sind, ist das oft so, dass die Mutter dann mit mir dort auf dem Sessel sitzt und ich das Gespräch mit der Mutter führe und die Kinder bewegen sich hier total frei und man kann ganz viel daran sehen schon, wie bewegen sich denn die Kinder. Und die Kinder sind halt total locker und können sich dann super ausdrücken und man merkt, also es ist ja schon ein Unterschied, geht einer zum Lego und spielt da stundenlang knüsselig mit Lego oder braucht er ganz viel Bewegung und so. Man kann halt viel schon erkennen, was brauchen die gerade oder wo stecken die gerade. Da zeigt sich auch ganz viel so im Spiel der Kinder. So, und genau, wenn du jetzt hier so kommen würdest, ne, als jemand, der ein Anliegen hat, der irgendwas erreichen möchte, dann würde ich sagen, dann komm mal rein. Dann kannst du dich gerne hinsetzen. Wie arbeitest du denn hier? Ich komme jetzt hierher, schilder dir, wo es bei mir Schwierigkeiten gibt. Wie sind dann die nächsten Schritte? Also der nächste Schritt ist erstmal, dass ich dich frage, ja, was ist denn dein Anliegen? Weil das ist im Grunde das Wichtigste, das ist so das Kernelement, ne? Dass wir erstmal dahin kommen, wo du merkst, ah, das will ich eigentlich, da will ich hin. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Also man kann einmal, das ist klassisch, den Satz, also sagen wir mal, du sagst, ich will ein Geschäft eröffnen, dann kann man diesen Satz aufschreiben auf Post-its. Und die Post-its so im Raum verteilen und dann gucken wir uns ein Post-it nach dem anderen an, was steckt denn dahinter, weil sich hinter jedem Wort dann auch die entsprechenden Blockaden, was fehlt denn noch für dieses Anliegen, zeigt. Man kann auch hier mit Playmobil arbeiten, das kann ich dir auch mal eben zeigen. Playmobil-Figuren, das klappt auch mit den Kindern zum Beispiel ganz gut, aber auch ist auch für Erwachsene. Und dann kann man auch, also die Potenzialaufstellung, die ich mache, das stellt man, da sagt man erst das Anliegen und dann guckt man sich das Potenzial an, einmal wie man es heute lebt und dann stellt man nochmal auf mein Potenzial und guckt, da zeigt sich eigentlich die Diskrepanz zwischen jetzt und der Zukunft. Welchen Schritt, was steckt da noch dazwischen und wie ist das, wenn ich den Schritt geschafft habe? Ich habe auf deiner Homepage gelesen, dass du zahlreiche Fortbildungen gemacht hast im Bereich Traumatherapie. Mit welchen traumatischen Erlebnissen kommen denn die Leute hier zu dir? Also das Interessante bei Trauma ist, dass die meisten gar nicht wissen, dass sie eins haben. Traumatisch heißt ja eigentlich, viele denken, das sind so ganz schlimme Sachen, so wie Erdbeben, fast gestorben, also so riesige Katastrophen. Und es ist aber was
im Grunde total verbreitet ist. Trauma heißt nur, dass man etwas erlebt hat, was man in dem Moment nicht mehr emotional verarbeiten konnte, was zum Beispiel, wenn man klein ist, ganz oft passiert. Und dann ist die Lösung, die das Gehirn dafür zur Verfügung stellt, ist, wir frieren das ein, wir frieren dieses Gefühl ein, packen das weg und schützen das in uns. Also passiert so eine Spaltung und dann lebt man in dem anderen Anteil weiter. Also wird praktisch was weggestellt, so auf die Seite oder wie verdrängt, würden dann manche auch sagen. Hier kann man praktisch diese weggestellten, eingefrorenen Anteile sich angucken und Schritt für Schritt wieder auflösen, dass das wieder in Bewegung kommt sozusagen, dass man da wieder lebendig wird. Das ist dann ein Teil von einer Potenzialentwicklung? Eine Potenzialentwicklung heißt ja eigentlich, seine eigenen Fähigkeiten, also sich praktisch selber entwickeln, Fähigkeiten entwickeln, immer mehr lernen, immer mehr können, irgendwas, wenn man eine Begeisterung hat, irgendwie sagen, da möchte ich aber noch das lernen und hier was, oder ich möchte, keine Ahnung, ich bin unglücklich im Leben, ich möchte was ganz anderes machen, und dann entwickelt man da Potenziale und Fähigkeiten und bildet sich weiter. Und die Traumatisierungen sind im Grunde immer das, was einen aufhält, was einen blockiert. Also wenn man sich dann die dahinterliegenden Traumatisierungen und Blockaden anguckt und anfängt, die aufzulösen, dass da was weich wird, dann kann man seine Potenziale auf der anderen Seite wieder weiterentwickeln und Schritte machen und sein Leben so gestalten und entwickeln, wie man das möchte. Katrin, kannst du mal ein Beispiel nennen für ein Trauma? Ja, also ich kann dir mal zwei Sachen, also einmal bei dem Kind. Die Kinder sind immer noch viel näher dran, das ist echt faszinierend. Bei den Kindern zeigt sich das oft in Ängsten. Da war zum Beispiel mein Mädchen hier, die hatte so Monsterangst. Die hatte wirklich panische Angst, dass jemand durch die Fenster kommt und sie umbringt und dann tut ihr das ganz weh und das ganz mörderisch so. Und dann haben wir diese Angst mal aufgestellt. Und es zeigte sich, was in ihr, was ihr passiert war, also tatsächlich, was hinter dieser Angst steckte. Bei ihr war das so, dass sie mal was Schlimmes erlebt hat. Ihr ist mal kochend heißes Wasser über den Körper gelaufen und dann ist sie so in Narkose versetzt worden und ist aufgewacht und dann tat ihr alles weh. Und dieses Erlebnis zeigte sich praktisch hinter dieser Angst. Und da hing noch was fest und dann hat sie bitterlich geweint und das verstanden, woher diese Angst kommt, und dann ist diese Angst nicht mehr wiedergekommen danach. Das war sehr stark und dann kann sich das entspannen. Sobald diese Wahrheit dahinter gesehen wird, woher kommt denn diese Angst, das wird verbunden, dann muss das sich nicht mehr so diffus im Jetzt zeigen. Oder eine Erwachsene zum Beispiel, bei Erwachsenen dauert es manchmal relativ lang. Das war jemand, die hatte eigentlich alles, um sich selbstständig zu machen und hatte alles Geld, die hatte ihren Laden, sie konnte jetzt endlich loslegen, aber da war so eine große Angst und sie merkte so, oh Gott, was passiert dann, wenn ich dann werde ich ja sichtbar, sozusagen. Das haben auch viele Frauen, dieses, was ist denn dann, wenn ich sichtbar werde? Und dann zeigte sich bei der Aufstellung etwas aus der Kindheit, wo es eine sehr gefährliche, schlimme Situation gab, sie war sichtbar geworden, dann ist ihr was Schlimmes passiert und dann konnte sie darüber auch nochmal auch wirklich bitterlich weinen, weil sie merkt, ach ja, klar, das steckt noch in mir, diese Angst. Und dann hat das noch ein bisschen gedauert, bis ich das gesetzt habe, und dann hat sie das geschafft, dann hat sie diese Angst nicht mehr gehabt und dann konnte sie diesen Laden aufmachen und ja, mittlerweile hat sie wirklich gar kein Problem mehr mit Sichtbarkeit, so, sondern hat richtig Freude dran, sich da zu zeigen, und das brummt und floriert, es ist ein Traum, wirklich richtig toll. Das sind ganz schön viele Möglichkeiten, die du hast, um Menschen zu helfen. Ja. Ja, ich danke dir für die Einblicke, die du mir und den Zuschauern gewährt hast. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und gutes Gelingen. Ja, danke schön. Wünsche ich dir auch. War schön, dass du da warst.